Ist das jetzt richtig rum? Nein, so rum ist richtig. Kleinen Moment, kleinen Moment, kleinen Moment, kleinen Moment, kleinen Moment. Oh ja, das Wunschbild. Wunschbild? Ja, das muss ich dann auch noch zeigen. Wunschbild, 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 Wunschbild. Ich glaube, es ist nichts, also es ist eins, was du eigentlich nicht wolltest. Ach so, okay, dann gucke ich weg. Huchi. Direktnachrichten. Ja, da ist es. Ich muss das sehen. Ist ja noch okay. Ja, das ist halt das. So, Moment, ich mache jetzt auch hier mal das auf. Mach auch den 3DS auf und ich habe mein Retro-Outfit hier. Nein, du trägst nicht das Retro-Outfit. Nee, will ich auch gar nicht. Gut. Ich habe ja noch das andere. Ja. Das ich wirklich trage. Ja. So richtig in echt. Ja. Ja. Und das ist auch das, was ich dann so trage. Nee, nimm du. Nee, nimm du. Und Kira würde sagen, ich würde niemals freiwillig essen teilen. Da ist noch was drin. Cool. Okay. Ich habe nicht alles leer gefuttert. Zwei. Zwei sind noch, wollen wir die uns teilen? Oder willst du beide? Nein, wenn du das so sagst, dann ist es auch okay, wenn du sie beide nimmst. Wir haben noch anderes Naschzeug. Nein, ist okay. Bist du dir da ganz sicher? Nein, ich will sie nicht beide. Beide? Nein. Jetzt muss ich mich auch schlecht fühlen, wenn ich schon den esse. Nein! Ich hab jetzt schon die restlichen gegessen. Tja, Ich bin derjenige, der immer aus Anstand das Letzte isst. Weil es sonst keiner nimmt. So. Sagen wir mal so, ich hatte eher das schlechte Gewissen, weil ich eigentlich schon so 95% der Bonbon-Tüte mindestens allein gegessen habe. So. Ich liebe Süßigkeiten. Ich kann doch nichts dafür. Was willst du mir? Es willst du. Iss mich! Iss ja, mich! Ja! Schreit zu mir. Los! Du willst es doch auch! Okay, Moment. So, ich wollte noch das Bild einblenden, soweit ich weiß. Ich muss mal gucken. Kann ich das denn überhaupt so einfach? Oh nein, bitte nicht. Was? Wie? Nächstes Bild, Exi in diesem Outfit. Was? In welchem Outfit? In dem? Nein, bitte nicht. Oh, ich habe letztens, das müsste ich eigentlich mal zeigen, aber das habe ich auf dem Handy nur. Das Bild, was ich von Marc geschickt bekommen habe. Ja. Ich habe heute ein Bild von Marc geschickt bekommen und wir haben erstmal beide eine halbe Stunde oder so gerätselt, wann das entstanden ist. Beziehungsweise, wir haben uns nicht an die Situation erinnert, in der es entstanden ist, weil seine damalige Freundin, bei der war ich mal zu Besuch, das war auch hier in Berlin, und da war er irgendwie dabei und dann haben wir auf einmal ein Foto zusammen gemacht, also wo er sich so süß an mich rangelehnt hat. War ja. Doch süß. Ich hab da gedacht, ihr werdet ein Pärchen. Ja, ich werd's mal nachreichen, wenn's... So, Moment, ich erstmal hier das Bild versuche ich mal so irgendwie reinzuschieben. Klappt nicht. Mist. Da muss ich es anders machen. Muss ich gucken, wo ist denn das Bild? Das speichern wir mal. Conny Fuse. Ein Bild von Conny Fuse. Von jemand anderem gemalt. Ja. Zero Seed Symbiont oder so. Oder es kann auch sein, dass es anders ausgesprochen wird. Aber so, dann wollen wir es mal einfügen. Hinzufügen. Bild. Bild 6, okay, durchsuchen. Wo ist Conny? Wo ist Conny? Conny, Nonny, Nonny. Hast du da gerade irgendwas gelöst? Was? Ich sehe das doch! Was? Das wir schon mal hatten. Sicher? Na. Natürlich. 006. Ah, Bastelstunde, ja. So, auf jeden Fall hier ist das Bild von Conny. Unterstellt mir. Als Bodybuilderin. Da wird mir sofort unterstellt hier. Dass ich irgendwas machen würde.
Ich sehe es ja nicht. Ich sehe es nur aus dem Blickwinkel. Wieso? Du siehst es da oben links. So, das war das Bild und jetzt geht's auch weiter mit dem Spiel, würde ich sagen. Muss ja auch irgendwann mal. Ja, aber Chat. Chat. Chat und Chat. Ritter des Rechts. Okay. Ja. So. Gut, dann. Nächster Fall? Oder haben wir sonst noch irgendwas, was wir... Wir haben ja jetzt auch die Klamotten gleich, oder? Nein. Nee, gut. Dann nicht. Nee, das könnten wir auch gegen Ende machen. Dann. Ich will nicht, dass wir die gleichen Klamotten tragen. Nein, ich meine jetzt die gleichen gekauft. Achso, und die ganz gleichen haben wir noch nicht. Ich habe jetzt halt das Red... Du könntest jetzt dir ein Outfit von meinen kaufen. Garderobe. Kaufen. Welches hattest du denn? Du hattest dieses komische, was ich noch nicht hatte. Also, ich habe... Das da. Das und ich habe das rechts daneben. Also das nehme ich erstmal. Und das daneben, rechts daneben, das habe ich auch schon. Okay. Nein, ich will das nicht anziehen. Und okay. Das habe ich auch schon. So, mal gucken, was passiert, wenn ich das mal ein bisschen runter verschiebe. Geht. So, nächster Fall. Ja. Nächster Fall. Ich muss hier mal wieder raus irgendwie. Achso, ja, hier waren wir jetzt zuletzt, weil... Ja, ja. Klar. Darum. Klingelingeling. In welchem Part hatte ich nochmal die Palme? Also in keinem von diesem Spiel, glaube ich. Ja, zum Glück nicht. Es war bei... Nein! Du machst das jetzt nicht aus Trotz! Ich weiß gar nicht, ob meine Haare noch lang genug sind dafür. Zum Glück nicht. Es würde nicht, nicht gut aussehen. Du kannst das ruhig lauter sagen, damit das alle hören. Es würde generell nicht gut aussehen. Können wir jetzt nach chronologischer weitergehen? Oh ja, also die können wir auf jeden Fall als nächstes machen. Ja. Weitergehen. Das Ter-Haus oder Taire-Haus? In dem ein Mitglied der Löwen wohnt, wird von übernatürlichen Schrecken ein heimgesucht. Cat ermittelt. Was es wohl sein könnten? Katze. Leguan. Redman. Na, das ist aber seltsam. Mal. Wir sind doch in der richtigen Gegend, oder? Miss Thier meinte doch, dass sie hier lebt, stimmt's? Wenn wir den Vornamen wissen, wissen wir wahrscheinlich auch, wie der Nachname ausgesprochen wird. Wetten? Mal sehen. Ich könnte... Thier. Aber von Frau von Doppelfund wissen wir auch nicht den Vornamen. Nee, doch, Bertha. Bertha, ja. Aber ich meine, weil... Nee, aber ich glaube, Mister. Sie heißt Mister. Mister Thier. Genau, wenn sie geheiratet hätte und nicht Miss Ter, sondern Mrs. Ter heißen würde, wäre ja, hätte sie ja auch einen Mister Ter. Stimmt's? Du guckst mich so unglaublich gläubig an. Unglaublich gläubig, genau, so ja, guckst du ja, mich ja, an. Weiter. Nein, aber, weil, habe ich doch richtig gesagt in dem Satz. Ich hoffe, ich weiß es gerade nicht. Na, Miss ist doch ja, für also, Fräulein, aber Mrs. ist verheiratet. Also wenn sie verheiratet wäre, würde sie Mrs. Ter heißen und hätte einen Mister Ter. Ah, Mister. Sankt Mister, oh nö. Sie heißt mit Vornamen Miss. Ter. Also egal, ob sie eine Mrs. ist oder eine Miss, sie wäre dann Miss Ter oder Mrs. Mister. Weiter. Ja. Ja, laut der Karte sollte ihr Haus irgendwo, hier irgendwo sein. Aber ich sehe einfach kein Herrenhaus, das zu der Beschreibung passt. Ich kann das ja mal umschieben. Oh nö, das ist ja noch schlimmer. Solatär. Oh, meine Mutter, die spielt gern Spider-Solatär. Solatär ist eine von den sieben Löwen, oder? Nein, das ist eine Art von Kartenspiel. Das stimmt. Also hat sie sicher ein luxuriöses Heim, aber...
Wo könnte es nur sein? Vielleicht hinter euch. Ja. Erinnere mich doch nochmal, warum sie uns gebeten hat, hier mitten in der Nacht aufzutauchen. Sie meinte lediglich, sie hätte ein Rätsel, bei dessen Lösung sie Hilfe braucht. Sie hat uns explizit darum gebeten, dass wir bei Nacht kommen. Mehr wollte sie dazu nicht sagen. Geister! Geister! Vielleicht ist sie tagsüber auch einfach immer nur sehr beschäftigt. Ja. Was ist los, Cat? Diese verdächtig aussehende Person da drüben. Seht ihr die? Schnurrbart! Na toll, das ist Emiliana Perfetti von Scotland Yard, der schlimmstmögliche Unfall. Der größte anzunehmende Unfall, der GAU. Oder was? Was denn? Ich hatte was anderes gerade im Kopf. Was denn? Der schlimmstmögliche Unfall, das geplatzte Kondom. Oh, würdest du sie als ein geplatztes Kondom bezeichnen? Nein, nicht sie, aber andere Leute. So ist es. Nun, ich frage mich, was sie hier draußen zu dieser späten Stunde macht. Gehen wir rüber und sagen wir Hallo. Es wäre doch unhöflich, sie zu ignorieren. Ja, weil sie mag uns ja so sehr. So, erstmal Hinweismünzen. Ja. Natürlich in dem allerrechtesten Schornstein. Natürlich in dem allerrechtesten, nicht in der allerrechtesten Laterne, aber auf der linken Seite in der rechtesten. War irgendwas zum Wischen? Nö. Wo noch? Im linken Schornstein! Da ist ein... Dieses hier scheint mir besonders beeindruckend, sogar mitten in der Nacht. Das Haus oder was? Nun, dieser Lichtschein ist in dieser dunklen Nacht doch sehr willkommen. Die Außenmauer ist einfach zu niedrig. Da kommt jeder Einbrecher rüber. Dann nur noch die Regenrinne hoch. Ja, du kennst dich aus, Cat. Rätsel! Wo? Im Baum! Okay. Nicht da! Aha, da drüben ist was! Ein Rätsel! Ich bin sicher, dass da drüben was war. Es war riesig. Ach, das war nur ein Baum. Entschuldigung, es ist dunkel. Da habe ich ihn wohl nicht genau erkannt. Weiter oben. Ja. Gut, dass ich ihn so gründlich geforscht habe. Ach du meine Güte. Da ist was in dem Baum da drüben. Aber ich sehe nicht genau, was es ist. Es ist zu dunkel. Keine Angst, Ernest. Es ist nur ein Rätsel. Was für ein lustiges Versteck. Schwupp. Rätsel Nummer 55, Baumtour. Okay. So, inmitten des Waldes lebt ein Vogel mit einer seltsamen Angewohnheit. Er fliegt immer von gelben Bäumen zu grünen Bäumen, um sein Ziel zu erreichen. Hilf ihm, eine Route zurück zu den Eiern zu finden, die im Nest auf ihn warten, bei der er unterwegs bei jedem Baum anhält. Moment. Also von gelben zu grünen und dann wieder zu gelben, oder? Das wäre nämlich jetzt... Na, hat er jetzt nicht gesagt. Steht da nicht, ja. Ach so, Moment. Aber unterwegs bei jedem Baum anhalten. Schiebe den Vogel, um ihn von Baum zu bewegen, ohne dass er dabei gegen andere Bäume oder über sie hinwegfliegt. Oh Gott, noch krasser. Moment, wie ist das jetzt? Nicht über sie hinweg. Erstmal das da. Ah, oh, das geht nicht. Mist. Ach, von grün zu grün geht nicht, okay. Nee, von grün zu grün geht auch nicht, genau. Das habe ich gerade versucht gehabt. Ja. Hä? Warum kann ich nicht von einem gelben zu einem grünen? Da komme ich auch nicht. Warum kann ich das nicht? Wir von einem gelben zu einem grünen, aber der sagt nee. Oh. Na, vielleicht, weil da was dazwischen irgendwo ist. Es wurde nicht gesagt, dass es das nicht darf. Doch, du darfst nicht über andere Bäume hinwegfliegen. Das wurde sogar explizit genannt. Mhm. Ah.
So, erst da. Verdammt. Das geht auch nicht. Mann, das zählt als über einen Baum ist das Kacke. Ja. Ich weiß, was du meinst. Sonst hätte ich eine Lösung. Ja. Oh. Das ist doch Kacke. Sagt man nicht. Wenn man geplatztes Kondom sagen kann. Dann kann man auch. Okay, ja, wenn das so ist. Dann bestehe ich darauf, dass man auch Kacke sagen kann. Passiert mit jedem Baum, nervt mich. Hm. Bestimmt gibt's wieder irgendeinen Trick. Ach, Mann, ey. Aber wir sind uns einig, dass das unter dem Nest ein grüner Baum ist. Das unter dem Nest? Unter? Dann das, wo das Nest drauf ist. Nee, das Nest ist ja das Weiße. Ja, aber das ist auf einem grünen Baum. Ah, das ist ein grüner Baum, also ja, stimmt. Sieht man jetzt. Krass. Ist mir gar nicht. Aber so wie man anfängt, müsste man ja eh so aufhören dann. Wahrscheinlich. Reg mich trotzdem an. So wie ich das versuche, klappt das sowieso wieder alles nicht. Aber das geht nicht. Ach, das ist so gemein. Ja. Es muss einen ganz anderen Weg irgendwie geben, glaube ich. Ich versuche es mal, es kommt darauf an, ob das zählt, als über einen Baum rüberfliegen. Achso, der startet von da auf! Ja, das war schon gesehen. Hm. Aber er darf ja wahrscheinlich durch seine Route so irgendwie noch so ein bisschen komisch durchfliegen. Aber trotzdem, dann muss ich nochmal was anderes machen. Ich will mal ganz kurz was probieren. Ja. Du kannst jederzeit irgendwie ganz kurz was probieren. Keine Sorge. Okay, das zählt schon wieder nicht. Anscheinend darf er auch nicht zwischen zwei Bäumen durchfliegen. Nee, darf er irgendwie. Doch, darf er. Also ja, er darf schon irgendwie. Oh Gott. Okay, ich versuch's nochmal. Das klingt Das kommt man ja nirgendwo hin. Fies. Da geht's nicht ran. Aha. Ich habe vielleicht eine Lösung, ich bin mir nicht sicher. Also ich habe keine. Ich muss gucken, ob es funktioniert. Wenn ich es also schaffen würde. Hast du einen Tipp genommen? Nein, habe ich nicht. Nein, ich hab nur was falsch. Also ich bin nur gescheitert, es ist aber auch nicht falsch. Also nicht als mit diesem Outro-Screen-Ding. Ach Mann, warum zählt das nicht? Der fliegt doch nicht über den Baum drüber. Ich finde, das zählt nicht, als über den Baum drüber fliegen. Du. Ja, hast du es fertig? Hm. Ich hasse dich.
Der Ansatz war schon gar nicht so schlecht. Du musst nur ein bisschen was abändern. Ich mach hier die ganze Zeit meine Notizfunktion. Jetzt weiß ich, wie man das löst. Das war aber auch schwierig. Ja. Vor allen Dingen, ich habe die ganze Zeit versucht, da unten links da irgendwie durch die zwei Bäume durchzukommen. Ja, ich habe auch erstmal übelst versucht. Irgendwann bin ich aber auf die Idee gekommen, okay, wenn ich jetzt am Ende das, dies und jenes mache. Ich hab immer versucht, mit einer Notizfunktion irgendwie. Ich bin immer irgendwie andersrum gegangen, so. Mehr oder weniger im Uhrzeigersinn und jetzt geht's aber eigentlich gegen Ich habe schon immer versucht gegen den Uhrzeigersinn. Oh, ich habe das am Anfang überhaupt nicht gehabt. Das war dann immer so, immer lag's immer an irgendeinem, war's falsch. Ah. So. Kannst wieder ändern. Frei wie ein Vogel. Der Vogel flog durch den ganzen Wald, um sein Nest zu erreichen. Es ist toll, dass er so wohlbehalten zu seinen Eiern es zurückgeschafft hat.